Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravel Pit LP. Wir befinden uns hier mitten in einer Welt, die wir uns ein bisschen anschauen. Und wir haben ein Thema, ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen oder im Thumbnail. Gehst du zum Video Day? Ja, das wurde ich gefragt und aus aktuellem Anlass, da wir ja, lass mich kurz überlegen, heute ist Donnerstag, übermorgen schon den Video Day haben, möchte ich doch da auch mal was zu sagen, damit alle wirklich auch nochmal Bescheid wissen. Und ja, also ich werde definitiv, das steht definitiv fest, werde ich nicht zum Video Day gehen. Zum einen, weil am Samstag wir dieses eigene Fan-Treffen haben, sage ich mal, mit Mitchell, Sepp und ich glaube Peter wollte eventuell auch kommen, also Debitor, einige anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da alles dabei ist. Es sind auch noch einige GameStar-Leute sind auch dabei. Wann das genau ist, es müsste um 16 Uhr sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ansonsten müssen wir bei Mitchell mal im Video gucken. Ja, zum anderen aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe sogar eine Video-Day-Karte. Die habe ich, weil man die letztes Jahr direkt nach dem Ende des Video-Days konnte man die sozusagen kaufen. Und da habe ich, was habe ich bezahlt vor einem Jahr? 12 Euro, glaube ich. Da habe ich gedacht, ich gehe hin und gucke es mir mal an. Nun gut, mache ich jetzt im Grunde dann doch nicht. Sind die 12 Euro mehr oder weniger, naja, ne, so eben mal dahin. Aber ich muss sagen, was dann da alles gelaufen ist, beziehungsweise so wie sich das im letzten Jahr einfach alles entwickelt hat, ja, mit den Leuten, die auch auf dem Video Day auftreten. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, wusste lange Zeit nicht so richtig, wer kommt da überhaupt, was ist da überhaupt los. Dann ist das in dieser riesen Lanxess-Arena. Wenn man sich dann mal den Sitzplanverteilung angeguckt hat, war das auch irgendwie ein bisschen komisch. Und ich muss sagen, der Video Day letztes Jahr, wenn ich das nochmal so... also wie gesagt, ich habe die Karte wirklich direkt nach dem letzten Video Day gekauft. Wenn ich jetzt aber dann nochmal so drauf zurückblicke, dann war das nicht wirklich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Da singt dann Waititi oder wer da noch, die singen dann da irgendwie mit Playback, weil sie selbst nicht singen können, ohne dass das Ding irgendwie gemastert ist oder abgemischt ist, was ich auch sehr schade finde. Ja, aber das wäre nochmal ein eigenes Thema sogar vielleicht. Ja, da gibt es wirklich Leute, die wirklich gut singen können. Die haben da nicht so den Erfolg. Natürlich ist da immer Glück mit dem Spiel, aber dann gehen da Leute hin, die wirklich nicht singen können, machen da irgendwas. Zum Beispiel dieses Halt der Mau, das ist nicht schlecht. Das ist so ein Urwurm und deswegen würde es auch einen gewissen Erfolg haben. Aber es ist natürlich von dem Gesang her nicht wirklich das Gelbe vom Ei. So, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist dieses, ja, es soll ja beim Video Day jetzt auch so ein Award geben irgendwie, ja. Und da sind dann auch wieder YouTuber zu eingeladen. Das ist für mich einfach, dieser Award, der wird gemacht, damit bestimmte YouTuber kommen, damit die Leute da hingehen. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass so ein Video Day absolut groß aufgezogen wird, wenn eine Gamescom ist. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Gamescom, da geht's doch im Grunde, soll es doch da um Spiele gehen und um eben die Leute, die sich vielleicht auch für ein paar Let's Player oder sonst irgendwas interessieren, ja? Die da ein paar, ne, die Gaming-Community trifft sich irgendwie. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, die auch vielleicht Bock haben zu zocken, die da Spaß dran haben. Und dann wird im Grunde ein Video Day als komplette Konkurrenz zur Gamescom irgendwie aufgestellt, ja, also anders kann man das ja nicht nennen, es ist in Köln auch, es ist eine Konkurrenz, ja, für die Gamescom, hier haben wir einen schönen Raum. Und das verstehe ich irgendwie nicht, ja, gerade es gibt ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn nicht, dann korrigiert mich, gibt es ja diesen Gaming Award oder so, auch bei, auf dem Video Day, ja, und da sind natürlich wahrscheinlich Gronkh und Sarazar und einige andere wieder eingeladen, so, aber die gehören ja eigentlich irgendwo mehr in die Gamescom, warum macht man das dann, warum versetzt man den Video Day nicht auf einen separaten Termin und sagt, wir machen da ein Riesen-Event, ja? Warum stellt man das als Konkurrenz zur Gamescom auf? Dann auch noch an dem Samstag, an dem wirklich ja die meisten Leute, ja gerade wahrscheinlich deswegen, die meisten Leute auch irgendwie auf der Gamescom sind. Und das, muss ich sagen, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, finde ich schade, dass das so zur Konkurrenz da gemacht ist und man meiner Meinung nach wirklich versucht, die Leute gezielt auch da wegzuholen und eben zum Video Day dann da zu holen. Finde ich nicht richtig, finde ich nicht in Ordnung, möchte ich deswegen jetzt auch nicht unterstützen, deswegen werde ich da nicht hingehen. Für mich gibt es dort nichts Interessantes, für mich sind da keine Leute, die ich gerne treffen würde oder wo ich jetzt sagen würde, ey, den muss ich unbedingt mal gesehen haben, den möchte ich unbedingt treffen. Die Leute, die ich unbedingt treffen möchte oder sehen möchte, die sind dann doch eher auf der Gamescom. Und deswegen werde ich nicht zum Video Day gehen.
Das ist so meine kurz ausformulierte Meinung dazu. Jetzt würde mich aber interessieren, was denkt ihr natürlich darüber? Deswegen schreibt mir in die Kommentare, Leute, wie seht ihr die Sache mit dem Video Day? Geht ihr dahin? Gibt es da Leute, die ihr vielleicht sehen möchtet, die ihr treffen möchtet? Was ist eure Motivation zum Video Day hinzugehen, falls ihr hingeht? Und ja, wie denkt ihr über den Video Day? Seht ihr das auch als Konkurrenz zur Gamescom an? Machen die das absichtlich? Wie ist eure Meinung dazu? Ja, schreibt es einfach mal unten in die Kommentarbox und dann würde ich sagen, wie gesagt, weitere Fragen sind immer erlaubt. Könnt ihr gerne stellen und dann, ja, hier, der Raum ist noch nicht fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Gravel Pit. Tschüss.